Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich mich natürlich bedanken für die Debatte, auch wenn ich es ein bisschen enttäuschend finde. Und Kollege Winter, ich muss Ihnen sagen, hätten Sie selbst teilnehmen sollen am Dienstag, wenn Sie es zeitlich nicht einrichten können, dann ist das so, aber Ihr Referent hat dann nicht so die ganze Wahrheit erzählt. Denn gerade zu dem Teilprojekt, was Sie angesprochen haben, gab es eine explizite Einladung des Direktors sozusagen, der auch noch deutlich gemacht hat, er würde sich wünschen, dass Mecklenburg-Vorpommern hier noch integriert wird und würde persönlich dafür auch Sorge tragen. Aber nun ist es so, ich fand so manche Argumente zumindest, nicht so ganz schlüssig. Also das Hauptargument der Ministerin war, die CDU hätte den Antrag früher stellen müssen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen jetzt hundertprozentig sachdienlich ist. Und was mich aber ganz besonders mit Sorge erfüllt, ist, dass Sie natürlich den demokratischen Ostseeraum hier betonen und die Ostseestrategie, wobei ich Ihnen sagen kann, das ist am Dienstag auch seitens der IHK sehr deutlich gesagt worden, die Ostseestrategie wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht gelebt und das sei sehr schade. Das vielleicht nochmal als Anregung, hier vielleicht doch noch mehr zu tun. Aber was mich wirklich umtreibt, ist, dass alle skandinavischen Länder, alle sind Mitglied in dieser Organisation. Schleswig-Holstein, Hamburg, Kiel. Und die sind jetzt, aber Mecklenburg-Vorpommern braucht das nicht. Wir sind schlauer, wir wissen das alles schon. Und Sie betonen hier den Ostseeraum als wichtigen Kooperationsraum für Mecklenburg-Vorpommern. Aber sagen denjenigen, dass sie so, wir brauchen das nicht, weil ihr seid zwar da in dieser Kooperation, aber wir haben irgendwie unsere eigenen Ideen. Wir haben hier so eine Laberrunde mit der Ostseestrategie, wo zwar nichts bei rumkommt, aber wir trinken gemütlich eine Tasse Kaffee und können uns sozusagen damit irgendwie versuchen, von der Russland-Vergangenheit abzuschwenken. Aber das reicht doch einfach nicht, meine Damen und Herren. Herr Peters, das reicht doch nicht. Und es ist auch arrogant gegenüber den skandinavischen Ländern, weil ja damit suggeriert wird, warum seid ihr in dieser Kooperation, bringt doch nichts. Obwohl die das wirklich leben, die leben das und sie leben vor allen den internationalen Austausch, den Sie hier argumentativ wortreich Herr Peters, haben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Na gut, nimmt zwar Bitte Zeit schön. Von der Uhr, aber... Geht auch schnell, vielen Dank. Es ist gerade angesprochen worden, dass Dänemark, Schweden und Norwegen, das klang so, als wären die in Gänze Mitglied. Das stimmt nicht. Es sind immer einzelne Regionen aus den Ländern Mitglied. Nicht komplett die Länder als solche, sondern immer bestimmte Regionen. Nur noch mal fürs Protokoll, damit das klar geworden ist. Wissen Sie das? Ist Ihnen das klar? Das wollte ich wissen. Möchten Sie darauf antworten, Herr Peters? Ja, natürlich möchte ich darauf antworten. Es sind aber wesentliche Regionen, es sind wesentliche Themen, die auch für Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle spielen. Und wenn Sie sagen, gut, ja, diese String-Kooperation gibt es seit 1999, sind im Aufbau befindlich, nehmen jedes Jahr weitere Mitglieder auf. Also wenn das jetzt der Grund ist und die SPD Ihnen auch noch jetzt für diesen Bordbeitrag auch noch Lobpreis dafür, ist das, glaube ich, vielsagend. Aber das müssen Sie dann alle miteinander bewerten. Und die Fakt ist, dass Sie sich hier darum winden. Sie haben es einfach versäumt. Sie haben es einfach versäumt und dann wird noch in die Mottenkiste gegriffen und gesagt, Harry Glawe hätte da das damals schon machen müssen. Mein Gott, Sie regieren jetzt hier seit 2,5 Jahren und immer noch ist das Dauerargument, die CDU hätte das machen müssen. Was ist das denn für ein Zeugnis, was Sie sich am Dienstag da selbst geben wollen? Wollen Sie das Dienstag in Ihre Halbzeitbilanz reinschreiben, die CDU hätte machen sollen? Das merkt doch mittlerweile jeder in diesem Land, dass Sie einfach nichts zu bieten haben. Und hier so eine Argumentation für einen reinen Sachantrag. Und Herr Winter sagt, der Antrag ist nicht integer. Gucken Sie sich den Antrag doch bitte noch mal an. Wo ist da ein Wort der Kritik? Wo ist da ein Wort der Kritik? Das haben wir extra ausgelassen in der wirklichen, echten Hoffnung, dass Sie hier mitmachen bei der Geschichte. Und hätten Sie mitgemacht, hätten wir uns wirklich hier jedes Wort der Kritik erspart. Wir hätten hier wirklich ein gemeinsam gutes Zeichen setzen können, so wie Ihr Fraktionsvorsitzender ja es immer sagt, das Zusammenstehen von Demokraten, gerade wenn es darum geht, um internationale Zusammenarbeit. Die Chance haben jetzt aber Sie verpasst und wir haben Ihnen den Ball zugespielt. Es ist außerordentlich schade. Ich will die Zeit
Zeit noch nutzen, weil ja kritisiert wurde, es gäbe keinen Mehrwert. Und die seien irgendwie thematisch eingeengt, diese String-Kooperation. Also ich weiß nicht, es geht um die Verstärkung der erneuerbaren Energiesektoren, es geht um die Förderung der maritimen Industrie und der gerade im Hinblick auch auf die Logistik, es geht um eine bessere Anbindung und mehr Wachstum durch Mobilitäts- und Infrastrukturprojekte. Also es ist nicht nur Infrastruktur, das war mal der Auslöser, der Beginn des Ganzen. Man hat sich thematisch deutlich erweitert. Es geht auch um die Profilierung als grüne Wachstumsregion, damit man auch in dieser Stärke, in dieser internationalen Kooperation gegenüber der Bundesregierung, ich weiß, Sie haben da ja immer einen tollen Draht hin, nicht immer erkennbar, aber Sie sagen es zumindest, das würde uns da vielleicht auch als Land Mecklenburg-Vorpommern stärken. Und es sind immerhin schon 14,5 Millionen Menschen, die diese Kooperation vertritt. Und ich glaube, dass uns das insgesamt mehr Gewicht verschaffen könnte als Bundesland. Aber es sind auch noch viele weitere Problemfelder, die angegangen werden. Auch ein Punkt für Mecklenburg-Vorpommern, Wasserknappheit, soll offensichtlich ein wesentliches Thema sein, als es darum ging, Großinvestitionen in Mecklenburg-Vorpommern zu realisieren. Wir haben ja auch mal hier davon geträumt, dass Intel oder ähnliche Großinvestoren nach Mecklenburg-Vorpommern kommen könnte. Und da ist uns deutlich, ich weiß, dass das immer lächerlich klingt, ist aber wirklich alles andere als das, dass man natürlich für energieintensive Unternehmen, für viele auch Wasser benötigt, und zwar in großem Umfang. Und dass diese Wasserförderkapazitäten in Mecklenburg-Vorpommern leider gar nicht oftmals ausreichen, ist ja schade. Und die arbeiten unter anderem auch an solchen Projekten, wie man da vielleicht technologisch weitergehen kann. Warum blenden wir das einfach aus? Ist doch eine tolle Geschichte. Ja, 74.500 Euro. Wow, ist wirklich, also wenn wir da jetzt sozusagen das in diesem Landeshaushalt nicht mehr auftun können und das als Problem nach vorne schieben, weiß ich nicht. Fände ich ehrlicherweise kleinkariert, aber auch dieses Argument können Sie für sicher nochmal bewerten. Ich meine, wir wollen, habe ich ja gerade gelesen hier, den Tag der Deutschen Einheit hier in Schwerin begehen. 4,5 Millionen sind dafür eingeplant, ne? Und da sind natürlich die 74.500, vielleicht würden die da, wenn man vielleicht irgendeine Jubelveranstaltung für die in der Staatskanzlei weniger macht, dann fällt das Geld vielleicht dafür ab. Vielleicht kriegt man da dann nochmal an der Stelle irgendeine Lösung hin, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe einige Punkte des angeblich fehlenden Mehrwerts für Mecklenburg-Vorpommern aufgezeigt. Ich will die Zeit nochmal nutzen, meine Kollegin von den Grünen außerordentlich zu danken, auch wenn sie natürlich beim Thema Wasserstoff eine andere Auffassung haben. Und wir sagen, dass wir natürlich auch den blauen Wasserstoff zunächst einmal nutzen wollen, und das hat übrigens auch der Kraftwerksleiter des Steinkohlekraftwerks in der Podiumsdiskussion aus Rostock gesagt, dass es wichtig ist, dass wir zunächst mal einzelne Märkte, auch regionale Märkte im Bereich von Wasserstoff schaffen sollen. Deswegen, wir sind ja nicht so weit weg von Ihnen. Wir sind ja nicht weit weg, dass wir sagen, natürlich muss es letztlich der grüne Wasserstoff sein. Aber um dorthin zu kommen, um auch einen Markt erstmal zu etablieren, müssen wir eben auch auf andere Bereiche des Wasserstoffes, glaube ich, zurückgreifen. Zumindest ist das unsere Auffassung, aber nichtsdestotrotz merke ich, dass Sie String begriffen haben, dass Sie das auch wollen, das finde ich sehr gut. Da sind Sie allen anderen deutlich voraus, und deswegen ist das ja auch in Ordnung, wenn man eigene Akzente setzen möchte. Aber letzte Bemerkung zu Herrn Winter, ist wirklich alles andere als böse gemeint, aber Sie sagen, Sie hätten nicht ausreichend Zeit gehabt, um eigene Schwerpunkte in dem Antrag zu setzen. Das kann man doch dann machen, weil der Antragstext oder die Beschlussaufgabe besteht ja erstmal nur darin, dass wir der Organisation beitreten wollen. Da ist jetzt erstmal mit eigenen Schwerpunkten, die kann man ja dann in der Zusammenarbeit, wenn sie denn besteht, wenn man dem beigetreten ist, dann sicherlich entwickeln. Aber die muss ich doch nicht jetzt im Vorfeld schon definieren. Wenn da so viel Musik drin ist, dann kann ich doch landespolitische Schwerpunkte setzen. Mir würden da auch viele einfallen, wenn wir rechnerisch schon doppelt so viel grüne Energie in Mecklenburg-Vorpommern erzeugen, als wir brauchen, und uns immer hier wieder auch Gedanken darüber machen, wie wir Wertschöpfung daraus generieren wollen, dann wäre das doch ein Punkt. Aber den können wir doch dann in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern dann auch uns austauschen. Hier geht es doch lediglich erstmal nur darum, dieser Organisation beizutreten. Und ich
wir würden Ihnen ja dann auch noch ein paar Monate Zeit lassen, wenn es dann dazu führen würde, dass Sie dann sagen, ja, wir machen das. Aber ich glaube, die Aufgabe ist inhaltlich nicht so schwer, heute einfach erstmal nur Ja zu sagen. Insofern hoffe ich, dass Sie sich vielleicht doch noch dafür erwärmen können. Bedanke mich für die Debatte und die Aufmerksamkeit und hoffe nochmal auf Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Einen Moment, Herr Abgeordneter.